Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 21. März, schöner offizieller Frühlingsanfang. Für mich als bibelgläubiger Christ beinahe Jahresanfang. Weil wir wissen ja, dass das Jahr nicht am 1. Januar anfängt, sondern am Monat Abib, April, innerhalb der nächsten paar Tage. Habe ich mich hier nochmal eingefunden, die nächste Lesung zu machen von dem Buch von Theodor Griesinger. Über die Jesuiten und ihre vollständige Wirksamkeit in der Vergangenheit bis heute, Datum 1866. Erster Band, den ich ganz, ganz herrlich finde zu lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir am Anfang nicht gedacht, dass das so informativ ist, was man darin liest. Vor allen Dingen, in einer der letzten Sendungen haben wir gesprochen über Injunctum Nobis, die Bulle vom Papst von 1543. Und ich habe also wirklich überall gesucht, katholische Enzyklopädie und andere Webseiten, wo Bullen aufgeführt sind oder irgendwas. Aber mir ist es nirgendwo gelungen, den Wortlaut der päpstlichen Bulle Injunctum Nobis mal irgendwo zu finden, was ich schade finde, weil das dürfte sehr interessant sein. Neben der Regimini Militantis Ecclesiae, der Bulle, die die Jesuiten ordiniert hatten, 1540 sowieso, auch die mal zu lesen. Und zwar nicht in Latein, weil das kann ich natürlich nicht. Aber gut. Werden wir heute mal weiterlesen, in dem jetzt, wenn ich mich nicht irre, 10. Teil müsste das gewesen sein. Mal gucken, was steht hier? Ja, welcher Teil? 10. Ja. Der 10. Teil, da fangen wir dann jetzt an zu lesen. Auf Seite 103 in dem PDF. Normalerweise hier unten bei Soweit brachte Ignatius im zweiten Absatz, aber ich werde nochmal eben kurz zurückgehen auf diesen einen Satz hier. Weil wir werden noch mal eben lernen, wo wir letztes Mal drüber gesprochen hatten, dieses ganze Spionagentum der Jesuiten, das sich ja auch im Laufe der Jahrhunderte nicht verändert hat, jedenfalls nicht zum Besseren für die Menschheit, sondern immer noch so ist. Um da kurz wieder reinzukommen, wiederhole ich noch mal eben den letzten Satz oder die letzten zwei Sätze in dem ersten Paragraphen auf Seite 103 hier. Kurz sagt der Autor, es war ein förmliches, gegenseitiges Überwachungssystem, aber wenn man so lieber will, eine gesetzliche, bis ins kleinste Detail gehende Spioniererei, sowohl von oben nach unten, als von unten nach oben. Und eben hierdurch wurde es seinem Mitgliede möglich gemacht, über die ihm vorgesteckte Grenzlinie des Gehorsams hinauszugehen. Der General musste ja von einem jeden, er wusste ja von einem jeden, was er tat und dachte, indem ihn seine feinen Kabinette zu Rom alle Drähte der ganzen Maschinerie zusammenliefen. Und so war es ihm eine Kleinigkeit, den Einzelnen sowie das Ganze am Gängelbande der Blinden und der Tätigkeit zu führen. Perende ac cadaver. Am Gängelbande des Kadavergehorsams. So weit brachte es Ignatius von Loyola, der einstige in nichts als Weltlust und Eitelkeit versunkene Krieger. Nachdem er es aber so weit gebracht hatte, trat die Zeit an ihn heran, wo er der Natur den ihr gebührenden Tribut bezahlen sollte. Die früher so übermäßige Züchtigung seines Leibes, die vielen Sorgen und Verdrießlichkeiten, mit denen er der Emporbringung seines Ordens halber zu kämpfen hatte, endlich die furchtbaren Aufregungen, mit denen ein so riesiges Amt wie das eines Jesuitengenerals verbunden war, entkräftigten nach und nach seine von Haus aus sehr starke Persönlichkeit, und er sah sich daher genötigt, zu Anfang des Jahres 1556 einen großen Teil seiner Geschäfte dem Pater Hieronymus Natalis, den die damals in Rom anwesenden Professen zu seinem Vikar erwählten, zu überlassen. Er selbst zog sich sofort auf ein Landhaus bei Rom, das ihm ein reicher Gönner namens Ludwig Mendoza schenkte, zurück, um allda seine Gesundheit zu pflegen. Allein die Schwäche nahm gegen den Sommer hin so zu, dass er sich schnellstens wieder nach Rom zurückbringen ließ, denn er wollte im Professhaus mitten unter den Seinigen sterben. Über das Haus lesen wir in der Fußnote, dasselbe, also diese Villa von dem Gönner Ludwig Mendoza, der ihm das Landhaus schenkte. Dieselbe Landhaus lag ganz nah bei den schönen Ruinen der Villa des Mäzen und war nicht nur prachtvoll eingerichtet, sondern auch von einem herrlichen Park umgeben.
Damit scheint es der gute Ignaz am Ende seines Lebens mit dem Gelübde der Armut nicht mehr so gar streng genommen zu haben. Abgesehen davon, dass das sowieso alles nur Lügerei ist, weil was heißt das denn persönliche Armut, wenn ich alles dem Orden schenke und ich lebe davon? Das ist ja genau wie Leute, die sagen, ich verdiene selbst nichts, ich habe alles einer Schenkung oder einer, einer Schenkung oder macht, wie nennt man das? Im Englischen sagt man Foundation, ne? Einer Schenkung ist das, ne? Wenn man alles sozusagen da irgendeiner Sache überträgt, man selbst hat gar nichts, aber man lebt selbst wie die Maus im Speck, ne? Oder wie die Made im Speck. Das hat Ignatius von Loyola ja auch gemacht. Also er wollte im Professhaus mitten unter den Seinigen sterben, sagt der Autor hier. Dort Ende Juli angekommen, diktierte er seinem Sekretär, dem Pater Giovanni Polenko, seinen letzten Willen, nahm dann von der Welt und seinen Gefährten Abschied und ging am Freitag, den 31. Juli, eine Stunde nach Aufgang der Sonne, in seinen 65. Jahre, also 35 Jahre nach seiner Verwunderung, und Bekehrung, zur ewigen Ruhe ein. Trotzdem sein Leibarzt, der berühmte Dr. Alexander Petronius, nur wenige Stunden zuvor seinen Zustand für nicht besonders gefährlich bezeichnet hatte. Nur vier seiner ersten Gefährten waren bei seinem Tode anwesend. Rodriguez, Salomon, Laines und Bobadilla. Die übrigen hielt ihr Beruf in entlegenen Landen ferne, aber hatte sie, wie den Legend und Lefebvre, der Tod schon zuvor ereilt. Oder hatte sie, wie den Legend und Lefebvre, der Tod schon zuvor ereilt. Aber aus den ursprünglichen neun Genossen sind es schon deren Tausende geworden und bereits in 12 Provinzen. In Italien, Portugal, Sizilien, Oberdeutschland, Niederdeutschland, Frankreich, Aragonien, Kastilien, Andalusien, Indien, Äthiopien und Brasilien hat sich der Orden häuslich niedergelassen. Ja, jetzt gibt es sicher einige Leute, die fragen sich, warum ausgerechnet in Äthiopien? Was ist denn die Geschichte von Äthiopien? Ja, wer mein Video gesehen hat, was ich jetzt am 22. März hochgeladen habe, ich spreche in der Vergangenheit von in der Zukunft, weil ich werde es morgen früh auf meinem Hauptkanal hochladen, der wird natürlich ein wenig verstehen, dass das mit dem Islam zu tun hat. Nordafrika, da gingen viele vertriebene Juden, nachdem in 70 nach Christus Jerusalem und alles von den Römern zerstört wurde, viele Juden wurden auch nach Nordafrika getrieben und haben sich unter anderem in Äthiopien niedergelassen. Und in Nordafrika, in den nordafrikanischen Ländern, die wir heute kennen, Syrien, Libyen, was gibt es da noch? Ägypten, nun nicht mehr so besonders viel, aber zum Beispiel eben auch Äthiopien, da haben sich viele Christen damals niedergelassen. Und deswegen war das natürlich für die Jesuiten ein wichtiger Ort, um dort sozusagen zu missionieren, ja? Und deswegen gehörte das zu den ersten Provinzen, die sie gegründet hatten, weil da war das wirkliche Christentum im Vormarsch. Und da konnten natürlich die Jesuiten nicht mit leben. Da mussten sie natürlich reine machen. Ja? Und in Brasilien hat sich der Orden häuslich niedergelassen. Da lesen wir hier, das Nähere hierüber steht im nächsten Buch zu lesen und auf dieses verweise ich daher in den Wissbegierigen. Also, wir werden den zweiten Teil dann wohl auch noch lesen müssen, um da ein bisschen näher drauf einzugehen, sagt der Griesinger hier. Er macht uns mit anderen Worten Hunger auf den zweiten Teil. Unglaubliches war von Loyola in verhältnismäßig überaus kurzer Zeit geschaffen worden. Freilich nicht sowohl durch seinen Verstand und seine Klugheit. In dieser Richtung zeichnete er sich wie der Leser aus der ganzen Darstellung längst ersehen haben wird, nicht besonders oder wenigstens nicht übermäßig aus. Allein Laines ersetzte, was ihm hierin abging. Mehr als doppelt oder dreifach, und das Genie eines Salmeron und Lefebvre war auch nicht zu verachten. Als vielmehr durch seine Begeisterung, seine Energie, seine Beharrlichkeit, seinen Ehrgeiz, seinen eisernen Willen, seinen glühenden Eifer und schließlich durch jene heldenmäßige, soldatische Kühnheit, welche ihn von dem gestifteten Orden einen ganz eigenen Geist einhauchte. Doch, ob er deswegen ein wirklich großer Mann gewesen
Ob er es verdiente, mit den außerordentlichen aller Genies, welche die Welt hervorbrachte, in Parallele gestellt zu werden, wie die Jesuiten taten, darüber überlasse ich das Urteil dem Leser selbst. Ich, für meine Person, begnüge mich, das zu referieren, was mit Ignatius nach seinem Tode vorging, denn ich setze voraus, dass der Leser nicht geringes Interesse haben dürfte, auch dieses zu erfahren, da es nicht allzu viele Menschen gibt, die auch nach dem Gestorbensein noch eine Geschichte haben. Ja. Fern wir hier weiter, mal eben gucken, was hier diese Note ist. Das kann ich, das ist alles in Latein, das kann ich natürlich nicht lesen, ihr wahrscheinlich auch nicht. Wie grenzenlos hoch die Jesuiten ihren Stifter stellten, dafür liegt der Beweis in der Grabschrift, welche die niederländischen Mitglieder der Gesellschaft ihm auf sein anno 1640 errichtetes Denkmal schrieben, und der Kuriosität halber lege ich sie in der Urschrift hierher. Also wer möchte, kann sich ja mal die Arbeit machen und das abtippen und abschauen, was das bedeutet in Latein. Ich habe hier keine Lust, zwei Seiten zu lesen von einer Sprache, die ich nicht kenne. Ne? Weil Latein ist mein Ding nicht. Habe ich nie gelernt. Und von daher finde ich das auch nicht so besonders wichtig jetzt. Aber da geht ja noch eine Seite weiter, oder was? Meine Güte, das ist aber ein langer Grabstein, muss aber ein großer Grabstein sein. Ignaz hatte bei Lebzeiten oft und viel verlangt, dass man der einstens seinen Leichnam auf einen Schindanger werfen sollte, um von den Raubvögeln und wilden Tieren zerrissen zu werden. Denn derselbe sei ja auch nicht mehr als ein wenig rot und abscheulicher Misthaufen. Kot wird das wohl heißen, als ein wenig Kot und abscheulicher Misthaufen. Allein hierin gehorchten ihm seine Genossen nicht. Sie beerdigten ihn vielmehr am Samstag, den 1. August, mit großem Pompe in der ihnen angehörigen Kirche Maria da Strada, und da blieb der Sarg bis zum Jahre 1587, wo er auf Befehl des Generals Acquaviva am 19. November mit einem noch viel größeren Pomp in die vom General Alexander Farnese neu erbaute prächtige Jesuskirche gebracht wurde. Ja, die Gesu, wie wir sie kennen in Rom, ja, die Hauptkirche der Jesuiten. Weil nun aber bei dieser Leichenübersiedlung verschiedene Wunder geschehen und auch nachher eine Menge von Kranken geheilt worden sein sollen, die seinen Namen anriefen, so sprach Antichrist Paul der V. den Verstorbenen anno 1609 selig. Und 13 Jahre später, anno 1622, wurde er von Antichrist Papst Gregor dem 15. gar unter die Heiligen versetzt. Seit dieser Zeit hat man ihm eine Menge von Altären gewidmet, im Ganzen über 2000, und über dem erbaute man ihm nicht weniger als ein halb hundert Kirchen, von denen einige, besonders die vom Kardinal Ludovico Ludovici in Rom neben dem Collegium Romanum anno 1626 errichtete, wahre Prachtbauten sind. Ein Gegenstand besonders großer Verehrung aber wurde der Altar der Kirche von Aspetia, vor welchem er getauft worden war, und noch mehr galt dies von dem alten Schloss Loyola, welchem die Jesuiten, nachdem sie es von der Königin von Spanien, Maria Anna von Österreich, die es deswegen anno 1695 kaufte, zum Geschenk erhalten hatten, den Namen Santa Casa, das ist Heiliges Haus, beilegten. Ja, mit tiefem, bereits schon mehr als tollen Kultus waren die Jesuiten noch nicht einmal zufrieden, sondern sie erklärten ihren heiligen Ignaz frischweg für gleich viel wert als die Apostel und setzten dann noch hinzu, dass derselbe im Himmel mit niemandem Umgang pflege als mit Päpsten wie der heilige Petrus, mit Kaiserinnen wie die Jungfrau Maria und mit souveränen Monarchen wie Gott der Vater und sein Sohn Jesus Christus. Solch große Ehre widerfuhr dem Ignaz von Loyola nach seinem Tode, eine Ehre, die freilich von vielen für die Ausgeburt von Wahnsinnigen angesehen werden wird. Dem kann ich nur zustimmen. Und wir sind damit fertig und gehen in das zweite Buch und lesen über die Klugheit der Jesuiten und das
riesenmäßige ihres Wachstums. Das riesenmäßige ihres Wachstums. Das Motto der Jesuiten lesen wir hier einmal in Latein und darunter lesen wir es hier einmal in Deutsch. Eines Kriegers Tochter bin ich, unter Waffengetös geboren. Drum hab ich Mitleid ewigen, drum hab ich dem Mitleid ewigen Hass geschworen. Soldatengrimm sog ich ein von der Mutter Brust. Drum ist Mord und Blutvergießen meiner Augen Lust. Das Feldlager war der Zuchtmeister meiner Jugend. Was weiß ich also vom Recht und sonstiger Tugend? Rauben und Plündern ist eines Kriegsmanns Zeitvertreib. Wer sich sträubt, dem sticht man den Dolch in den Leib. Keinen anderen Gott kenne ich als meinen eigenen Willen. Mit Feuer und Schwert tue ich meinen Ehrgeiz stillen. Magst du Tor und stell dich mir zuwider, und wärst du ein König, ich mach dich nieder. Und hilft nicht Gewalt, so hilft mir doch Gift, und so hilft mir doch List, und ich stell mich, als wär ich der Heilige, der beste Christ. In der Heuchelei, da bin ich Meister, ich betrüg selbst den Teufel um meine allerärgste Lüg. Oft ist die, dass ich mich nenne, Gesellschaft Jesu, dein Streiter, denn von Jesus hab ich bloß den Namen, sonst nichts weiter. Aus einem Flugblatt aus dem 17. Jahrhundert. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen rüberbringen können. Ich lese es ja auch zum ersten Mal. Sagte ja, Jörg, nimm dir Zeit, um das vorzubereiten, aber dann hätte ich noch hier oder da mich mal verlesen. Aber das finde ich mal interessant. Kannst du eben noch mal lesen, um es vielleicht ein bisschen flüssiger zu bringen. Eines Kriegers Tochter bin ich, unter Waffengetös geboren. Drum hab ich Mitleid, ewigen Hass geschworen. Soldatengrimm sog ich ein von der Mutter Brust. Drum ist Mord und Blutvergießen meiner Augen Lust. Das Feldlager war der Zuchtmeister meiner Jugend. Was weiß ich also vom Recht und zünftiger Jugend? Rauben und Plündern ist eines Kriegsmanns Zeitvertreib. Wer sich sträubt, dem sticht man den Dolch in den Leib. Keinen anderen Gott kenne ich als meinen eigenen Willen. Mit Feuer und Schwert tu ich meinen Ehrgeiz füllen. Magst du Tor und stell dich mir zuwider, und wärst du ein König, ich mach dich nieder. Und hilft nicht Gewalt, so hilft mir doch List, und ich stell mich, als wär ich der beste Christ. In der Heuchelei, da bin ich Meister, ich betrüg selbst den Teufel, und meine allerärgste Lüg ist die, dass ich mich nenne Gesellschaft Jesu, sein Streiter, denn von Jesus hab ich bloß den Namen, sonst nichts weiter. Im ersten Kapitel lesen wir über die jesuitischen Missionen in den fernen Weltteilen. Das ist ja auch interessant, können wir auch ein wenig damit vergleichen, was ich bereits in die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris gelesen habe. Da wisst ihr ja, habe ich ja auch über die Jesuiten in den verschiedenen Weltteilen, unter anderem in Südamerika gesprochen, auch über die Reduktiones von Paraguay, wo sie den Kommunismus eingeführt haben. Ja. Die jesuitischen Missionen in Asien, da fangen wir mit an. Der Sage nach war es der Apostel Thomas, der das Christentum in Indien zuerst verbreitete. Nach anderen jedoch gebührt diese Ehre einem reichen Kaufmann mit Namen Mar Thomas, der im 6. Jahrhundert zur Zeit des großen Kaisers Geram Perumal, des Gründers von Calicut, lebte und durch seine vielen Handelsreisen, die er bis nach Konstantinopel hin ausdehnte, mit den Lehren Jesu Christi bekannt wurde. Sei dem nun, wie ihm wolle. So viel ist sicher, dass die Portugiesen, als sie unter dem berühmten Alfonso de Albuquerque, dem portugiesischen Mars und langjährigen Vizekönig von Indien, ganz Malakkar mit Goa, Ceylon, Malakka und anderen Sunda-Inseln eroberten, der Weg nach Asien
Um das Kap der Guten Hoffnung herum hatten sie bekanntlich schon zur Zeit der Entdeckung von Amerika unter der Führung Vasco da Gamas gefunden, da selbst bereits Christen vorfanden, obwohl allerdings keine Christen nach römisch-katholischem Zuschnitt des 15. Jahrhunderts. Ja, das wundert mich auch nicht. Da werden sie vielleicht noch Urchristen gefunden haben. Christen, die noch die Bibel hochgehalten haben. Im Gegenteil, schreibt der Autor weiter, muss in ihrem Glauben wie in ihren Gebräuchen viel Heidnisches mit untergelaufen sein, denn sie haben damals wie jetzt sehr gut katholischen Beherrscher Portugals, nahmen einen starken Anstoß an dieser Sorte von Christentum und schickten Franziskanermönche nach Goa, um von hier aus, Goa war der Mittelpunkt und die Hauptstadt all ihrer weitläufigen Besitzungen in Ostindien, das rechte, das ist das römisch-katholische Glaubenssystem zu verbreiten. Zu derartigen Geschäften haben übrigens die Franziskaner von jeher nur sehr wenig gepasst. Und auch diesmal bewiesen sie es aufs Eklatanteste, dass das Belehren oder die Mission unter den Heiden, wie man sich auszudrücken beliebte, keineswegs ihre starke Seite sei, obwohl die Statthalter und Vizekönige von Indien ihnen die Bajonette ihrer militärischen Macht ganz und gar zur Disposition stellten, also zur Verfügung. Ihre Fortschritte waren also gering, und außer in Goa selbst, wo ein Bistum errichtet wurde, wollte der katholische Glauben nirgends einen gedeihlichen Grund und Boden fassen. Vielmehr zogen es die Indier vor, Judir zu bleiben, das heißt, ihrem Gott nach der von ihren Vätern und Urvätern hergebrachten Weise zu verehren, und wenn auch die wenigen, welche bereits als sogenannte Christen vorgefunden worden waren, sich sofort auf soldatisches Zureden in päpstliche Katholiken verwandelten, so zeigte sich die große Masse der Brahma- und Vishnu-Anbeter umso halsstarriger. Dieser Zustand der Dinge wollte nun den König von Portugal ganz und gar nicht gefallen. Und namentlich nahm Johann III., der von 1521 bis 1527 regierte, großen Anstoß daran. Denn derselbe war nicht nur von einer fast außerordentlichen Andacht für Rom und das Papsttum durchdrungen, sondern er glaubte auch zuversichtlich, dass die Bewohner der seinem Zepter neu unterworfenen Provinzen so lange keine guten portugiesischen Untertanen werden würden, bis sie vor demselben Kreuze niederfielen, vor welchem die Portugiesen selbst knieten. Da hörte nun besagter Johann III. Von dem neuen Orden, den Ignatius von Loyola eben im Begriff war, in Rom zu stiften, von einem Orden, als dessen Hauptziel die Belehrung der Ungläubigen genannt wurde. Und alsbald verlangte er durch seinen in Rom befindlichen Gesandten von Loyola eine gehörige Anzahl von Missionären, um dieselben nach Indien zu schicken. Ja, er hätte es gerne gesehen, wenn der Stifter der Gesellschaft Jesu in eigener Person und begleitet von all seinen Gefährten dahin gegangen wäre, indem er den festen Glauben hatte, dass die Streiter Christi für nichts anderes Sinn haben könnten, denn nur allein für die Christianisierung der sämtlichen Götzendiener der ganzen Welt. Damit war jedoch Loyola durchaus nicht einverstanden und blieb nicht nur selbst in Rom, um von da aus seine Gesellschaft zu regieren, sondern erklärte auch dem portugiesischen König, dass er ihm bloß zwei seiner Gefährten, den Simon Rodrigues und den Franz Xavier, abtreten könne, da er die anderen zu anderen Zwecken brauche. Solches geschah im Sommer 1540, und die beiden genannten Männer machten sich sofort nach Lissabon auf den Weg, wo selbst sie der Monarch äußerst zuvorkommend aufnahm. Nach Indien konnten sie übrigens nicht sogleich abgehen, weil die dahin alljährlich bestimmte Flotte bereits die Anker gelichtet hatte. Allein sie hätten sehr Unrecht getan, wenn sie diesen, dem Anschein nach widerwärtigen Zwischenfall, nicht aus vollem Herzen gesegnet haben würden, denn sie erwarben sich während ihres Aufenthalts in Lissabon die Gunst Johanns des Dritten. In einem solch hohen Grade, dass derselbe sie gar nicht mehr von sich lassen wollte. Auch ließ er nicht ab, bis wenigstens einer von ihnen, Rodrigues,
natürlich mit der Erlaubnis Loyolas, seinen stabilen Aufenthalt in Lissabon nahm. Den Franz Xavier aber, bei dem der Bekehrungseifer alle anderen Rücksichten überwog und der also durch nichts von der Reise nach Indien abzuhalten war, versah der Monarch aufs Beste mit päpstlichen Breven, die er von Paul III. Für ihn auswirkte, sowie mit Vollmachtsbriefen, die er selbst ausstellte. In dem einen seiner Breven erhielt Franz Xavier die Bestallung als Nuntius Apostolicus, das ist, als Stellvertreter des Papstes für ganz Indien. In einem zweiten ward ihm das Recht zuerteilt, zur Bekehrung der Heiden alle weltliche Gewalt der portugiesischen Behörden in den asiatischen Kolonien in Anspruch zu nehmen. In einem dritten Schreiben endlich empfahl ihn König Johann selbst allen hohen Häuptern, Fürsten und Regierungen vom Kap der Guten Hoffnung bis zum Ganges aufs Angelegentlichste. Also gut versehen, reiste Franz Xavier am 7. April 1541 mit der nach Indien bestimmten königlichen Flotte von Lissabon ab, und das Herz schwoll ihm voller froher Hoffnungen über die Siege, welche er der guten Fahne Christi unter den Ungläubigen erfechten wollte. Eins aber hatte er dabei vergessen, und, wie ich meine, die Hauptsache. Das nämlich, dass er sich nicht einmal vorher die Mühe machte, oder die Mühe gab, die Sprache der Völkerschaften, welche er zu belehren auszog, wenn auch nur oberflächlich, zu erlernen. Gott gibt's den Seinen im Schlaf, dachte er, und konnte denn nicht der Heilige Geist ihm zulieb ein Wunder tun? Also der Franz Xavier fährt, obwohl er aufgehalten wurde, weil er zu spät ankam und die Flotte war schon unterwegs und auf die nächste Flotte im nächsten Jahr warten musste, hat die Zeit da somit verbracht, sich bei dem Herrscher einzuschmeicheln und dem mehr oder weniger zu gefallen, dass er zwar alle möglichen Empfehlungsschreiben bekam, mit aller möglicher Macht ausgestattet nach Indien kam, aber er hatte keine Ahnung von irgendwelchen Sprachen der eingeborenen Völker, die er jetzt besuchen ging. Unter anderem ging er ja wohl jetzt in Goa an Land, nehme ich mal an, werden wir ja gleich lesen. Die Reise nach Indien ging nur sehr langsam vonstatten, und da man gezwungen war, einen sechsmonatlichen unfreiwilligen Aufenthalt in Mosambik zu nehmen, so langte die Flotte erst nach 13 Monaten am 6. Mai 1542 im Hafen von Goa an. Umso eifriger machte sich Franz Xavier an seine Aufgabe, und das Erste war, dass er sich, obwohl ihm der Gouverneur der Stadt eine königliche Equipage sowie eine fürstliche Wohnung zur Disposition stellte, alsobald in den Spital begab, um da selbst die Kranken zu pflegen und sich vom öffentlichen Almosen zu nähren. Damit war jedoch für seinen eigentlichen Zweck die Millionen unter den Heiden wenig oder nichts getan, und somit stellte sich der Xavier nach weniger Zeit dem Bischofe von Goa vor, um ihm seine mitgebrachten Vollmachten zu weisen und ihn zugleich demütig um Erlaubnis zu bitten, sich ihrer zur Belehrung der Ungläubigen bedienen zu dürfen. Dieser Erlaubnis hätte er allerdings nicht bedurft, da er ja als päpstlicher Nuntius über dem Bischofe stand. Allein es lag ihm daran, sich der Gunst des Bischofs zu versichern, da dieser, er hieß Don Juan von Albuquerque, aus einem gar mächtigen Hause stammte und einen großen Einfluss sowohl in Goa als in Portugal selbst hatte. Ja, da muss man eben sagen, dass natürlich der Franz Xavier ein wenig diplomatisch, obwohl er mit Briefen ausgerüstet vom portugiesischen König und Breven und Bullen vom Papst ausgerüstet durch den portugiesischen König, deutlich der Vorgesetzte des Bischofs ist, kommt er da eher untertänig her. Und ich werde es mal bei einem Namen nennen. Heutzutage würden wir sagen Arschkriecherei. Ja? Wenn einer, der mir vorgesetzt ist, mir so in den Arsch kriecht, dann höre ich es aber ordentlich läuten, denke ich mal. Na? Und genau das hat der Xavier hier gemacht. Aber das ist nun mal das einzige Wort, mit dem ich es wirklich sagen kann. Diese Arschkriecherei, diese den Leuten an den Lippen hängen und denen
nach dem Munde sprechen und dieses, wie sagt man das Wort, von dem man sich immer achten soll? In der Bibel steht das auch drin. Nicht das Einschmeicheln, das meine ich jetzt nicht. Nein, also jemandem Honig ums Maul schmieren. Da gibt es auch so ein anderes Wort für. Jetzt komme ich da noch gerade nicht drauf. Weder im Englischen noch im Deutschen. Immer schade, wenn man das Video nicht pausieren kann. Das geht hier mit der Kamera ja nicht. Flattery, sagt man das im Englischen. Ja, Flattery. Das ist also jemanden, ja, ständig nur Komplimente und sowas machen. Ja, und das ist genau das, was der Xavier hier jetzt beherrscht in diesem Augenblick. Aber auch nur, und lasst euch das gesagt werden, ich habe es auch noch nicht gelesen, aber wir werden sehen. Aber das macht er nur so lange, bis er erreicht hat, was er will. Genauso ist die römisch-katholische Kirche nämlich auch. In der sie, wenn sie irgendwo nicht in der Überzahl ist, sondern wenn sie in der Unterzahl ist, dann ist sie ganz vorsichtig. Ja? Und sie entwickelt sich erst langsam zu einem schlauen Fuchs und einem reißenden Wolf, wenn sie, oder einem reißenden Löwen, wenn sie in der Überzahl ist. Geschichtlich kann man das sehr gut sehen mit dem Katholizismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist das genau so abgelaufen. Und der Xavier, der macht hier in Goa in Indien genau das Gleiche. Ja? Also, der Bischof stammt aus einem mächtigen Hause, genießt großen Einfluss in Goa und als in Portugal selbst auch. Und deswegen führt Xavier hier eine Taktik im Schilde, die der Mensch gar nicht gewachsen ist. Denn der Autor fährt fort und sagt, in der Tat gelang es ihm auch, den Don Juan ganz für sich zu gewinnen. Und das Belehrungswerk konnte also ohne weiteres beginnen. Allein, mein Gott, welcher Unstern! Die dummen Indier verstanden kein Wort von allem, was er an sie hinschwatzte. Und der Heilige Geist mit der Gabe der Sprachen stellte sich auch nicht ein. Da kam ihm dann endlich doch das Bewusstsein, dass er nichts ausrichten könne, solange er die Sprache des Landes nicht verstehe, und somit widmete er sich nun mit allem Eifer dem Studium des Hinduischen. Allein über diesem Studium vergaß er es keineswegs, sich auch anderweitig tätig zu erweisen, und namentlich bewies er seinen Beruf zum Jesuitismus durch die kluge Weise, mit der er sich sofort in den Besitz eines Kollegiums, des ersten in der Heidenwelt, zu setzen wusste. Es besaßen nämlich die paar Franziskanermönche, welche sich noch zu Goa befanden, ein Seminarium, in welchem sie einigen wenigen eingeborenen Jünglingen Unterricht in der römisch-katholischen Religion erteilten. Und dieses Seminarium stach dem Xavier schon deswegen außerordentlich in die Augen, weil dasselbe ganz dazu angetan schien, ihm und seinem Wirken für die Zukunft Konkurrenz machen zu wollen. Er machte sich also an den Superior der Anstalt, den Bruder Jacques Bourbonnais, und wies ihm seine päpstlichen Breves und drang so lange in ihn ein, bis derselbe nicht nur das Haus mit allem, was dranhing, dem Orden der Gesellschaft Jesu übergab, sondern auch selbst in eigener Person sich als Mitglied aufnehmen ließ. Freilich auf nicht ganz uneigennützige Weise, denn er machte zur Bedingung, dass er lebenslänglicher Rektor der Anstalt verbleiben sollte. Allein, was lag dem Xavier hieran? Er hatte nun doch die Konkurrenten beseitigt und zugleich den Ruhm, das bisherige Seminarium Santa Fe in ein Kollegium des heiligen Paulus umwandeln zu dürfen. Im Übrigen sorgte er auch dafür, dass das bisher sehr kleine und ärmliche Institut sich bald in eine der reichsten und glänzendsten Unterrichtsanstalten verwandelte, und zwar nicht sowohl durch freiwillige Gaben der Liebe, die er erbettelte, als vielmehr dadurch, dass er mit Hilfe der vizeköniglichen Truppen die heidnischen Götzentempel der Umgebung von Goa einriss und deren ziemlich bedeutendes Vermögen dem neuen Kollegium als Eigentum zuwies. Also, er verhält sich hier in Goa ganz genauso, wie die Tempelritter das taten zur Zeit der Kreuzzüge. Ja? Das ist doch. Also, ich finde das schon ganz schön unerhört, wenn man das hier so liest. Also, es. Wow, muss man doch mal eben bei stillstehen. Ja?
Die Unterrichtsanstalt wurde zwar verwandelt, aber nicht durch freiwillige Gaben der Liebe, die er erbettelte, als vielmehr dadurch, dass er mit Hilfe der vizeköniglichen Truppen die heidnischen Götzentempel in der Umgebung von Goa einriss und deren ziemlich bedeutendes Vermögen dem neuen Kollegium als Eigentum zuwies. Also mit anderen Worten, geh hin und stiehle von denen, schmilz den ganzen Reichtum ein und mach daraus, was du willst für dich selber. Genau das macht Xavier hier. Sobald Xavier das hinduische und malanische so weit inne hatte, dass er sich wenigstens halbwegs verständlich machen konnte, verließ er Goa, um an der sogenannten Perlenküste von Malakar das Evangelium zu predigen. Denn obwohl die Portugiesen das ganze Land unterjocht und große und reiche Besitzungen all da inne hatten, so gehörten doch die Einwohner immer noch dem krassesten Heidentum an. Und es ließ sich also hier, wenn man es geschickt angriff, etwas Erkleckliches leisten. Wie griff er dies nun übrigens an? Wahrhaftig auf eine ganz eigentümliche Weise, über welche unsere jetzigen Missionäre nicht wenig die Nase rümpfen möchten. Er kaufte sich nämlich eine große Schelle, lief mit derselben bewaffnet am hellen Mittage in den Straßen herum und läutete so lange, bis ihm ein Trupp Kinder und sonstiger Neugierigen lachend und johlend nachzog. Na, jetzt muss ich doch mal eben hier eine Pause machen. Ich habe ja von Xavier auch ein Foto auf meinem Computer. Ich werde das mal in der Zwischenzeit eben suchen, dass wir hier ein Bild von dem Francis Xavier uns hier ansehen können. Das nimmt ja Ausstände an. Francis Xavier, der wurde ja auch später heilig erklärt. Wollen wir eben gucken, das ist Werns, das ist ein anderer. Nehmen wir mal das Bild hier. Kann man das gut erkennen? Ich weiß nicht, wie das mit der Auflösung ist. Oder ist das hier vielleicht besser? Ist auch nicht viel besser, ne? Ja, mit einer hohen Auflösung, aber das ist ein bisschen besser. Das andere hier, das heißt, mal eben gucken. Das ist das andere, also ist ein Gemälde von Saint, also dem heiligen Francis Xavier, so wie es im Kobe City Museum, also Kobe Stadtmuseum ist. Das ist wohl in Japan anscheinend. Da ging er später übrigens auch noch hin. Ne? Und das andere ist noch ein normaler Druck von dem Francis Xavier. Dann haben wir den mal eben im Bild. Ja? Was ich hier jetzt gerade eben vorgelesen hatte, um da auf den Text jetzt zurückzukommen, in dem Buch von Griesinger, das erscheint mir ja beinahe so wie der Rattenfänger von Hamel, ne? Ja, er nahm sich eine große Schelle und lief mit derselben bewaffnet am hellen Mittag in die Straßen herum und läutete so lange, bis ihm ein Trupp Kinder und sonstiger Neugierigen lachend und johlend nachzog. Erinnert mich ganz genau an den Rattenfänger von Hameln. Der hat das dann vielleicht mit der Flöte gemacht oder was weiß ich. Aber hier haben wir halt den Francis Xavier mit einer Schelle. Gut, wenn sich aber dann ein ansehnliches Auditorium gesammelt hatte, so stellte er sich auf einen Stein und begann sofort seine aus der Landessprache sowie aus lateinischen, spanischen, italienischen und französischen Brocken zusammengewürfelte Predigt, zu der er unendlich viel mit Händen und Füßen agierte. Zuletzt zog er ein großes Kreuz hervor, küsste es andächtig, forderte die Umstehenden auf, dasselbe zu tun und beschenkte diejenigen, die es taten, mit einem hübschen Rosenkranze, den er viele Tausende von Portugal mitgebracht hat, Das war jedoch nur der erste Teil seiner Belehrungsmethode. Der zweite, noch weit wirksamere, bestand darin, dass er mit Hilfe portugiesischer Soldaten, die er requirierte, die einheimischen Tempel einreißen und die darin befindlichen Götzen in Stücke zerschlagen ließ, natürlich aber nicht, ohne an ihrer Stadt eine christliche Kapelle mit dem Jesusbilde und Kreuz und daneben ein luftiges Bambusrohrgebäude zum Unterricht für die Jugend zu errichten. Er wusste nämlich aus Erfahrung gar wohl, welchen Eindruck ein feierlicher Gottesdienst bei dem Messopfer auf die fantasiereichen Gemüter der Orientalen machen musste. Und ebenso gut war ihm bekannt, dass die Belehrung eines Landes oder die Bekehrung eines Landes nur dann eine nachhaltige genannt werden kann, wenn der Grundstock der Bevölkerung, die heranwachsende Jugend, für dieselbe gewonnen ist.
Das ist also, das kann man hier ganz gut herauslesen, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Die Politik der Jesuiten schon immer gewesen. In Europa mit dem Ratio Studiorum, Lernen gegen das Lernen, die Bibellehre raus und das gnostische Lernen rein und immer die Jugend sich nehmen, immer die Lehrmethoden, die Lehranstalten sich untertan machen, die Schulen, die Universitäten, alle Lehranstalten des Landes. Das haben sie in Europa gemacht, das machen sie heute noch, das haben sie damals da in Indien genauso gemacht, weil Xavier sagt hier, der Grundstock der Bevölkerung, die heranwachsende Jugend muss dafür gewonnen werden. Wenn ich die Jugend habe, dann forme ich das Land so, wie ich es will. Das ist genau derselbe Grundsatz, den Hitler auch damals hatte. Nicht vergessen, Hitler war ja Katholik. Der hat ja auch gesagt, gebt mir die Jugend und oder gebt mir die Kinder und ich gebe euch eine Jugend, die werdet ihr nicht mehr erkennen. Ja? Nach seinem Vorbilde oder besser gesagt nach seinem Gutdünken erzogen. Das machen die Jesuiten hier ganz genauso. Das ist immer dasselbe. Gib mir die Kinder. Genau deswegen hat Jesus Christus, um mal eben darauf zu kommen, dass wir ja auch immer noch aus christlicher Weise solche Dinge bitte schön besprechen müssen. Deswegen hat Christus ja auch gesagt, lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Königreich. Was meint er denn mit den Kindern? Natürlich meint er auf der einen Seite die kleinen Menschen, ne? Also wirklich Kinder. Auf der anderen Seite meint er aber auch die Menschen, die zum Beispiel in ihrem Geiste Kind geblieben sind. Diejenigen, die noch nicht indoktriniert gewesen sind von den, ich sag mal jetzt, Weisheiten der Welt, ja, vom Gnostizismus oder von den Lehren des Katholizismus oder damals, als Jesus natürlich die Erde bewandelte, die noch nicht verfälscht waren von den Lehren der Schriftgelehrten und Pharisäer, der Rabbiner der Zeit Judas, zu der Zeit, und meinte halt, bringt die zu mir, die noch reinen Gewissens sind, die kann ich nämlich noch formen. Und so wie Jesus sich das natürlich zunutze macht, so macht sich das sein Feind auch zunutze und sagt, wenn ich mir die Jugend nehme, dann brauche ich zwei oder drei Generationen und die dritte Generation wird die drei Generationen vor ihnen überhaupt nicht mehr erkennen. Und das ist genau in der Zeit, in der wir heute leben. Wenn man sich da umschaut, wenn man das sieht, wie wir heute leben, wir können uns doch gar nicht mehr vorstellen, wie die Menschen vor drei Generationen oder vor vier Generationen gelehrt haben oder gelernt haben oder gelebt haben, weil wir auf so eine Art und Weise erzogen oder ich würde lieber sagen verzogen wurden, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Wir wurden mit Dingen indoktriniert, dass wir uns da keine Vorstellung mehr von machen können. Ja? Und das ist genau der Punkt von Francis Xavier hier. Der Grundstock der Bevölkerung, die heranwachsende Jugend, muss für dieselbe, die Religion hier gewonnen werden. Für die Heidenbekehrung gewonnen werden. Naja, aus dem einen Heiden machen anderen, ne? Aus dem Hindu machen Katholik. Was hast du denn verändert? Also immer noch heidnisch. Natürlich nicht aus Sicht der römisch-katholischen Kirche. Aus diesem Grund warf er sich mit allem Eifer auf den Unterricht und er brachte auch wirklich sehr viele der einheimischen Knaben und Mädchen, teils durch freundliche Geschenke, teils durch die Furcht vor den portugiesischen Soldaten, welche die Götzentempel zertrümmerten, dazu, seine Schule zu besuchen. Hier aber machte es ihnen der Millionär ganz leicht, der Missionär. Hier aber machte es ihnen der Missionär ganz leicht, denn er dachte nicht entfernt daran, sie mit den Grundlehren des Christentums bekannt zu machen, sondern er begnügte sich damit, wenn sie das Paternoster nebst dem Credo hersagen und lernten und es verstanden, die Arme demütig über der Brust zu kreuzen. Waren sie so weit, so nahm sie Xavier durch einen feierlichen Taufakt unter die Christenheit auf und bald konnte er sich rühmen, eine recht hübsche Anzahl von Seelen für sein Himmelreich gewonnen zu haben. Trotzdem ging es ihm viel zu langsam mit der Belehrung oder Bekehrung. Und er verschrieb sich deshalb von seinem General schon im ersten Jahre seines Aufenthalts in Indien eine Anzahl von Gehilfen. Ja? Eine Anzahl von Gehilfen, ja. Loyola willfahrte ihm auch aufs Bereitwilligste und sandte ihm deren über 20. Fast lauter Portugiesen, die Rodrigues für den neuen Orden gewonnen hatte, darunter die Patres Anton Criminau, Anton Gomez, Caspar Bergeus, Paulus Camerti, Alonso
Typrios, Melchior Gonzales und Franziskus Peren, welche alle später mehr oder minder berühmt wurden. Nun erst konnte man das Belehrungs- oder Bekehrungswerk im Großen treiben, und es wurden in den nächsten 6 Jahren fast überall, wo die Portugiesen ihre Fahnen wehen hatten, insbesondere in Ceylon, in Cochin, in Nagapattman, Meliapur, Malakka und Ternate, größere oder kleinere Schulen errichtet. Die Hauptpflegeschule für die Heranbildung eingeborener Missionäre aber war das Kollegium von Goa, in welches Xavier sofort nach Ankunft der neuen Gehilfen aus Europa 120 Söhne vornehmer Hindus mit militärischer Gewalt hineintrieb, um sie zu künftigen Bekehrern ihrer Landsleute zu erziehen. Überhaupt lässt sich nicht in Abrede ziehen, dass die Gewalt der portugiesischen Bajonette sowie noch mehr die Furcht vor denselben nicht wenig zu den großen Erfolgen, welche Franz Xavier mit seinen Gehilfen erreichte, beitrugen. Da lesen wir dann in einer Fußnote: So wurde zum Beispiel der König von Gondi auf Ceylon mit Waffengewalt zur Annahme des Kreuzes gezwungen, und so wie er getauft war, musste er auf Xaviers Befehl seine Statthalter und Gouverneure dahin instruieren, dass sie jeden dem Taufakt widerstrebenden Untertan mit Vermögenskonfiskation zu bestrafen hätten. Da war es nun leicht, alle Tage Tausende fürs Christentum zu gewinnen. Also, das finde ich einen sehr wichtigen kleinen Punkt. Wenn wir uns an das Buch der Apostelgeschichte erinnern, da steht ja drin, dass täglich viele Menschen zum Königreich Gottes hinzukamen, als die Apostel das Evangelium verkündeten, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Ja? Und das Königreich wuchs täglich, steht in der Bibel drin. Und genau das tun sie hier auch, nur mit vorgehaltener Lanze. Ja? Also der Statthalter wurde mit Waffengewalt dahin gebracht, dass er das Kreuz akzeptierte, und hat dann seine Gouverneure dahingehend instruiert, dass sie jedem Taufakt widerstrebenden Untertan mit Vermögenskonfiskation zu bestrafen hätten. Also mit anderen Worten, stell dir mal vor, die Leute kommen morgen bei euch an die Tür und sagen, entweder beugst du dich hier nieder, betest das Kreuz hier an, oder wir nehmen dir alles weg, was du hast. Ja? Keine Scheckkarte mehr, keine Kreditkarte mehr, kein Bargeld mehr, dein Fernseher weg, dein iPhone weg. Stell dir das mal vor. Genauso haben die das gemacht. Natürlich, die Leute hatten damals noch kein iPhone und solche Sachen, aber Besitztümer hatten sie alle. In anderen Worten, die Gouverneure gingen dahin, und jeder, der dem Taufakt, also sich der Taufe widersetzte, der wurden all seine Vermögen konfisziert, also in Beschlag genommen. Da war es leicht, alle Tage Tausende fürs Christentum zu gewinnen, fürs zwischen Anführungszeichen Christentum zu gewinnen. Nicht das Christentum, das in der Apostelgeschichte täglich Menschen zugefügt hat, wie in der Bibel steht. Aber hier, unter Zwang, werden die Leute dazugefügt. Und dieser Umstand schmälert den Ruhm des großen Heidenapostels, der manchmal abends vom Taufen so müde gewesen sein soll, dass er den Arm kaum mehr rühren konnte um ein bedeutendes. Naja, also mit anderen Worten, wenn ich hier das Wort lese, Heidenapostel, dann kann ich da nicht umhin, um eine Parallele zu ziehen, dass hier der Franz Xavier von den Jesuiten gleichgesetzt wird mit dem Apostel Paulus. Apostel Paulus war nämlich der Apostel, der für die Heiden zuständig war. Deswegen ging er nach Rom, nach Thessalonika, nach Galatien, zu den Ephesern und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Paulus war der Apostel der Heiden. Und der Franz Xavier sieht sich hier wohl in demselben Licht, halt in Indien oder in Asien, und meint, dass er dieselbe Arbeit da machen müsste, wie der Apostel Paulus das gemacht hat. Ja? Dieser Umstand schmälert den Ruhm des großen Heidenapostels. So lesen wir das hier. In der Bibel ist der Apostel der Heiden Paulus. Also Xavier will sich hier mit Paulus gleichsetzen. Na, ein kleiner Tipp mal eben, mein lieber Franz Xavier, auch wenn du es nicht mehr hörst, du bist schon lange im Grab.
Aber das hättest du vielleicht merken sollen, als du gemerkt hast, dass der Heilige Geist nicht über dich kam und dir nicht geholfen hat mit den Sprachen, worum du ja wohl gebetet haben wirst. Ja? Die Gabe der Zungenrede hat er nicht bekommen. Ja, weil Francis Xavier kein wirklicher Apostel von Jesus Christus ist, sondern weil er einer ist aus der Linie des Simon des Zauberers, wie wir ihn aus der Apostelgeschichte kennen. Ja, der Magier. Simon der Magier. So fahren wir noch eben fort in dem Buch. Noch mehr Eintrag tut es diesem Ruhm, dass die Getauften oder Belehrten eigentlich keine Christen wurden, sondern nach wie vor Heiden blieben. Freilich das Credo konnten sie hersagen und über dem war das Wasser der christlichen Taufe über sie ausgeschüttet worden, so wie sie es auch drauf verstehen lernten, bei Prozessionen mitzuwirken, einige Hymnen zu singen und was dergleichen Äußerlichkeiten mehr sind. Äußerlichkeiten mehr sind. Das ist das Wort, auf das hier ankommt. Das ist äußerlich. Äußerlich kenne ich auch Millionen Menschen mehr oder weniger, die Christus bekennen. Aber wie sieht's denn mit innerlich aus? Ja? In der Tat und Wahrheit aber behielten sie ihre sämtlichen früheren Sitten, Gewohnheiten, Bräuche und Vorstellungen bei und wenn sie da, bei und wenn die Herren, wenn daher die Herren Patri, also die Väter, ja, so nannte man die christlichen Missionare, die Herren Patri, sich aus einer neu belehrten Gegend oder einer neu bekehrten Gegend in der Meinung, dieselbe sei dem Christentum vollkommen gewonnen, wieder entfernten, um anderswo das Bekehrungswerk fortzusetzen, so fiel es den einheimischen Priestern, den Brahminen, nicht im Mindesten schwer, die Leute wieder zu der Religion zurückzuführen, in welcher sie geboren und erzogen worden waren. Also mit anderen Worten, ich möchte das mal eben so vergleichen, wenn die Jesuiten da durchgingen, durch diese Dörfer und da sogenannt missioniert hatten, auch wenn das halt mit der Androhung von körperlicher Gewalt war oder Androhung von Konfiszieren des Eigentums und so weiter, dann ist das im Grunde nichts weiter als ein Sturm, der da mal eben durchgeweht hat. Und während der Sturm da ist, sucht man Deckung. Und wenn der Sturm vorbei ist, dann kommt man wieder raus. Und genau so haben die das hier ja wohl auch gemacht. Also. Das war nun ein arger Übelstand und einer von Xaviers Gefährten, Anton, ja, ich nenne ihn mal Kriminal hier, Triminal, Anton Triminal, der auf dem Kap Gomorin Prophelyten war, auf dem Kap Gomorin Prophelyten war, wurde deshalb so wütend auf die Brahminen, dass er sie mit der unmenschlichsten Grausamkeit verfolgte. Diese aber riefen sofort in der Verzweiflung einen von den Portugiesen noch nicht unterworfenen Volksstamm zu Hilfe, gegen welchen Kriminal mit seiner Handvoll Soldaten, die ihm der Gouverneur von Goa mitgegeben hatte, sehr in der Minderzahl war. Darum wurden auch, als es gleich darauf zur Schlacht kam, alle Portugiesen, den Kriminal selbst nicht ausgenommen, niedergemetzelt, und es verging nachher eine geraume Zeit, bis sich wieder ein Missionar nach Komorin wagte. Wollen wir eben sehen, was wir in der Fußnote lesen können. Hier vier Lanzenstiche durchbohrten das Herz Kriminals und wie er tot war, schnitt man ihm noch extra den Kopf ab. So sehr hassten ihn die Brahminen. Die Jesuiten aber machten aus ihm den ersten Märtyrer des Ordens und wenig fehlte, so hätte man ihn unter die Heiligen versetzt. So geht das in der römisch-katholischen Kirche. Eine Besserung ihrer Lage bereiteten sich übrigens die Brahminen durch diesen kräftigen Widerstand keineswegs, sondern sie verschlimmerten dieselbe vielmehr bedeutend, denn Franz Xavier nahm davon Veranlassung, in Goa nach dem Muster der spanischen Inquisition ein Religionstribunal zu errichten, das von nun an, unterstützt von den portugiesischen Waffen, über welche Xavier ohne Widerspruch gebieten konnte, mit der furchtbaren Strenge gegen alle diejenigen verfuhr, welche der Ausbreitung des Christentums ein Hindernis in den Weg legten oder gar getaufte Eingeborene zur alten Götzendienerei verleiteten. Das Wort Christentum, das ich hier vorgelesen habe, müssen wir natürlich verstehen als Katholizismus, ja? Also,
welche der mit der dass er also diejenigen mit der furchtbarsten Strenge gegen all diejenigen verfuhr, welche die Ausbreitung des Katholizismus ein Hindernis in den Weg legten oder gar getaufte Eingeborene zur alten Götzendienerei zurückverleiteten. Auch hier lesen wir in einer Fußnote eben noch: Die portugiesischen Gouverneure und Statthalter leisteten dem großen Heidenbekehrer schon deswegen allen Beistand, weil sie wussten, dass sie derselbe sonst bei dem König Johann dem III. Denunziere. Wer aber denunziert war, der durfte sicher sein, seine Stelle zu verlieren und zur Verantwortung nach Lissabon zurückberufen zu werden. Also, Druck, Druck, Druck. Hat nicht viel was mit freiwilliger Bekehrung zu tun, wa? Unzählige Brahminen und unter ihnen gerade die Reichsten verloren aber ihr Leben durch Henkershand oder wurden sie wenigstens des Landes verwiesen, um ihr Vermögen zum Vorteil des Ordens einziehen zu können. Und so hörte nach und nach aller Widerstand gegen die Annahme des Christentums, also Katholizismus, in den sämtlichen von Portugal unterjochten Ländern von selbst auf. Natürlich, die verweichlichten Hindus zogen es vor, sich taufen zu lassen, statt mit den Gefängnissen der Inquisition Bekanntschaft zu machen oder gar das Risiko zu unternehmen, an einem ganz langsamen Feuer lebendig gebraten zu werden. Auf diese Art trieb es Franz Xavier mit seinen Gefährten in Indien, und die Folge davon war, dass an allen gelegeneren Plätzen Jesuitenkollegien entstanden, welche man mit dem Vermögen der getöteten oder verbrannten Ketzer bereicherte. Noch zahlreicher waren die Kirchen, die man errichtete, denn man scheute sich bald nicht mehr, die sämtlichen heidnischen Tempel, zu denen man vordringen konnte, mit Feuer und Schwert zu zerstören. Und es scheint also fast, als ob die Jesuiten sich hierbei das grausame Verfahren Karls des Großen gegen die Sachsen zum Beispiel genommen hätten. Nachdem er es nun aber so weit gebracht hatte, dachte Xavier, es sei Zeit, seine christliche Eroberung noch etwas weiter auszudehnen. Und hierin bestärkte ihn die Bekanntschaft, welche er im Jahr 1549 mit einem Japanesen machte. Letzterer nämlich, ein wie es scheint von guter Familie stammender, aber auch ziemlich durchtriebener Geselle namens Unger, welcher überdem noch einen Mord auf dem Gewissen hatte, wusste dem Xavier so unendlich viel Vorteilhaftes von Japan zu erzählen, dass letzterer sich alsbald vornahm, das große Kaisertum mit seinen Millionen von Bewohnern zu bekehren und dessen ungeheure Reichtümer für den Orden Jesu in Anspruch zu nehmen. Er begann also damit, dass er den Unger taufte. Derselbe erhielt in der Taufe den Namen Paul de Saint-Foy und dann nach Goa reiste, um dafür zu sorgen, dass die dortigen Angelegenheiten während seiner Abwesenheit nicht in Unordnung gerieten. Nachdem er aber dieses zustande gebracht hatte und den Paul Camerti unter dem Titel eines Generalsuperiors zu seinem Stellvertreter, den Anton Gomez aber zum Rektor des bereits sehr einflussreich gewordenen Kollegiums vom heiligen Paulus ernannt hatte, schiffte er sich im Sommer 1549 in Begleitung Ungers und des sehr eifrigen Paters Gomez von Torres nach Japan ein und landete daselbst am 15. August, also am 15. Jahrestag des Gelübdes vom Montmartre, in dem Hafen von Kanrawa oder Tangoruma, der Hauptstadt des Königreichs Saruma oder Husuma. Ja, und hier wollen wir es mal für heute lassen mit seiner Landung in Japan. Und wir erinnern uns dann eben nochmal daran, dass das am 15. August passierte. Und der 15. August ist ja heutzutage der römisch-katholische Feiertag der Himmelfahrt von Maria, ne? Der Himmelskönigin, ne? Und so sind wir doch ein paar Seiten weitergekommen. Fand das heute eine sehr interessante Lesung. Ich habe auch einiges neu gelernt, aber vor allen Dingen die Art und Weise, wie der Franz Xavier in Goa, also in Indien, gegen die Heiden vorging, gegen die Hindus vorging und dann auch die Inquisition eingeführt hat. Da kann man mal sehen, die römisch-katholische Kirche kann nur jemanden zu ihrem Glauben bekehren durch Gewalt. Und das ist ein
Grundsatz, der immer und immer wieder vorkommt bei ihr. Wir hatten das ja auch gelernt in der Lesung, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Ich weiß noch nicht, ob ich da schon so weit bin, das hochgeladen zu haben. Aber da ist ja auch in Kroatien, in dem unabhängigen Staat Kroatien im Zweiten Weltkrieg, das Motto, konvertiere oder stirb. Und das ist genau dasselbe, was hier der Franz Xavier in Indien eingeführt hat, wie wir gerade eben gelernt haben. Also die Methoden der Jesuiten sind durch die Jahrhunderte immer dieselben. Nichts verändert sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Man muss sich einfach nur davon bewusst sein, was es bereits im Augenblick gibt. Und um das zu verstehen, dafür ist Geschichtsstudium nicht gerade unwichtig. Ja, habe gerade vorhin so einen schönen Kommentar bekommen von jemandem, da muss ich mal eben sehen, kann ich ja eben zum Schluss vielleicht auch mal eben mal einblenden. Ich habe den natürlich inzwischen schon längst weggeschmissen. Aber der hatte da einen Kommentar gegeben auf das Video von Tom Fress, was ich gestern hochgeladen hatte, da Inquisition Update, Romanism and the Reformation. Da schreibt er hier, welche Bedeutung hat dein Kanal für das heutige Zeitgeschehen? Ständig in der Vergangenheit rumzuwühlen, wie soll das heute einem helfen? Also ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, diesen Koltan 999 darauf zu antworten. Könnt ihr ja gerne mal machen. Ihr seht ja hier seinen Namen eingeblendet. Könnt ihr auf seinen Kanal gehen, könnt ihm einen Bericht schreiben, wenn er überhaupt einen Kanal hat, wo man sowas machen kann. Also so eine Ignoranz. Welche Bedeutung hat dein Kanal für das heutige Zeitgeschehen? Wenn man die Vergangenheit nicht kennt, wie soll man denn dann bitte schön die Gegenwart verstehen? Wie soll man denn dann Pläne für die Zukunft machen können? Wenn ich immer nur von der betrogenen Gegend, von der betrogenen Geschichte gehört habe, wenn ich die wahre Geschichte nicht kenne. Und was ist die wahre Geschichte? Die wahre Geschichte ist an erster Stelle die Bibel. Mir lesen diese ganzen Buchlesungen überhaupt nichts, wenn ich die Bibel nicht an erster Stelle habe. Und deswegen mache ich diese ganzen Lesungen, um die Leute dazu zu bringen, die Bibel zu lesen, die Prophetien aus der Bibel zu lesen und dann in der Geschichte nachzuschauen und zu sehen, wie diese Prophetien sich erfüllt haben. Und dadurch kann man nur bestärkt werden in dem Glauben an den Herrn. Dadurch findet man ihn nicht. Der Herr wählt aus. Aber, naja, wie gesagt, es war eine sehr interessante geschichtliche Lesung, um mal zu lesen, wie der Franz Xavier in Indien da mehr oder weniger eingefallen ist. Und man sieht's ja, die kommen mit, ausgestattet mit irgendwelchen Breven und Bullen und Befehlsschreiben und haben auf einmal von Anfang an eine Macht, dass ich ihnen beinahe niemand nicht in den Weg stellen kann. Und dann rauben und morden sie, so wie sie lustig sind. Rauben vor allen Dingen die ganzen Schätze der ganzen Heiden aus und gebrauchen das für sich selber. Das ist das, was das Papsttum tut. Usurpieren, ja? Aufnehmen, sich eigen machen, was einem nicht gehört. Diebstahl und Lüge und Betrug. Damit ist das, ist der römische Katholizismus groß geworden. Ja. Gut, dann belasse ich es hierbei für heute. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Jogler 66, Stunde der Wahrheit. Sagt Tschüss.